Hallo meine Lieben, da bin ich wieder, euer Kalle vom Adventskalender. Spenzers Adventskalender. Ja, meine Lieben. Leute, Corona macht allen Probleme und lässt diese Vorweihnachtstage wirklich doch etwas schräg wirken. Ja, so wie meine Mütze. Jetzt soll es in Kürze sogar noch einen harten Lockdown geben. Tja, da denkt man dann schon mal drüber nach, was da noch so kommen könnte. Oh jemine. Corona, habe ich nachgeschlagen, ne? Ist ja ein lateinisches Wort und heißt sowas wie Kranz oder Krone. Boah, das ist mir ganz komisch geworden, wenn man sich überlegt, was das heißt. Krone der Schöpfung, naja, aber Kranz, so wie Kranz, ist ja auch kein Deut besser. Kranz am Grab oder so? Leute, halten wir an uns und versuchen mit der Situation klarzukommen und halten uns an die Beschränkungen, auf dass wir im nächsten Jahr wieder ein bisschen mehr Normalität unseren Alltag nennen dürfen und den Alltag haben. Weil so viele von euch gesagt oder geschrieben haben, warum nicht längere Episoden jetzt im Adventskalender. Ja, da sage ich ganz einfach, hinter jedem Türchen im Adventskalender an sich, so den ihr zu Hause habt, da befinden sich ja auch nur Kleinigkeiten. So war das gemeint mit Adventskalender dieses Jahr. Übrigens noch ein anderer Punkt. Die meisten Figuren, die hier zu sehen sind, die gab es wirklich in Hallo Spencer Episoden. So wie der Fliegenpilz und der Baum und andere. Und einige andere, die wir da noch haben, die sind von einem guten Freund, der auch mit uns zusammenarbeitet, dem Henning Plückebaum, beigesteuert. Dafür danken wir dann auch mal an dieser Stelle. Hier kommt jetzt ein Weihnachtsferientipp von Spencer, 1982 noch übrigens Tipp mit einem P geschrieben. Und die Lotta-Geschichte, die da drin eigentlich sein musste oder war, die mussten wir rausnehmen. No Lizenz sozusagen. Und mit den Anwälten von Astrid Lindgren, das kann ich euch versichern, beziehungsweise mit den Erben, ist nicht gut Kirschen essen. Also haben wir deswegen ein Liedchen der obercoolen Südpolgang über Mond und Sterne geschnitten. Ich finde das ganz schön und das passt auch. Leute, wir werden versuchen, in der nächsten Woche noch wieder mehr aus der Abteilung Spencer zu bieten. Ach übrigens, ihr habt ja sicher schon gehört, es gibt bei Amazon jetzt diese DVD-Kollektion Nummer 3. Tja, also damit hat mein Chef überhaupt nichts zu tun. Das ist auch nicht wirklich eine Nummer 3, wenn man bedenkt, dass sie erst mit Folge 115 oder so beginnt. Und was ist mit den Folgen dazwischen, frage ich mich da. Ja, wir werden das versuchen aufzuklären, zumal das Teil nicht so ganz unseren Erwartungen entspricht. Aber wenn ihr dazu Fragen habt oder Kritikpunkte, direkt bei More Music in Köln melden. Wir haben, wie gesagt, mit dieser Veröffentlichung weder inhaltlich noch wirtschaftlich irgendwas zu tun. Wir wurden weder dazu befragt, noch haben wir daran mitwirken können oder das Niveau verbessern können. So, jetzt aber Feentipp. Und nicht wundern, da ist schon ein bisschen Weihnachten angesagt. Und ich sage dir, diejenigen, die immer schon vorher alles wissen, das sind die Schlimmsten. Ja, lieber Elvis, und ich sage dir, du spinnst. So ein bisschen Neugier, gerade bei so einem Fest, das ist überhaupt das Spannendste. Das braucht man einfach fürs Leben, weißt du? Ich brauche sowas. Oh, du, guck mal. Ja, was ist denn? Da drüben, wir sind auf Sendung. Oh, ja, hallo, liebe Weihnachtsfreunde am Heiligen Abend. Ja, so kurz vor der Bescherung, unser Streit, ein kleines Problem. Ja, von wegen kleines Problem. Ja, hallo, ihr Lieben. Ich weiß ja nicht, wie ihr zu diesem Problem steht, aber ich bin strikt dagegen. Ja, natürlich, du bist strikt dagegen. Du gehst ja immer auf Nummer sicher. Nee, du, das hat nichts mit Nummer sicher zu tun. Aha. Hier geht's ausnahmsweise mal um Ehrlichkeit und Vorfreude. Ach, und was meinst du denn, worum es mir geht? Worum es dir geht? Ich bitte dich, das ist doch wohl klar. Um nackte Neugier. Miese nackte Neugier.
Die beiden streiten sich schon wieder. Niemand hat Heiligabend Zeit für mich. Na gut, na schön. Dann erkläre du doch mal unseren Zuschauern, worum es uns beiden heute eigentlich geht. Na, ist doch klar. Heute um diese Uhrzeit kann man sich doch nur über das Schlüsselloch gucken. Vor der Bescherung unterhalten. Und ich find's falsch. Da nimmt man sich doch die ganze Vorfreude. Und außerdem ist das unfair gegenüber der Bescherung. Die ist dann gar keine Überraschung mehr, sondern nur noch ein blödes Auspacken von Geschenken. Tja, liebe Freunde, so sieht der Elvis das. Ich sehe das mal wieder ganz anders. Tja, ich finde das also unheimlich spannend, prickelnd, geradezu aufregend. Ne? So ein bisschen entdecken können und schnüffeln können. Typisch. Aha. Ja, und vor allen Dingen aufpassen, dass man selber nicht entdeckt wird. Und deswegen gehe ich nämlich auf Nummer sicher und gucke durch das Schlüsselloch von unserem eigenen Hüttchen hier. Ne? Also, du, ich finde, Schlüsselloch bleibt Schlüsselloch. Das ist nicht richtig. Oh, ja. Was ist denn? Komm, lass mich auch mal gucken. Das lohnt sich nicht. Kein Tannenbaum, kein Lichterglanz. Schöne Bescherung, was? Gar keine Bescherung, miese Bescherung. Und das Häschen ist auch nicht da. Ach so, ja. Ja, wo ist denn der Hase geblieben? Natürlich. Ach, weißt du was? Es ist noch ein bisschen Zeit. Ich gehe jetzt mal los und besorge einen Tannenbaum. Und du? Ja, und ich gehe los und suche das Weihnachtsbaum. Jawohl. Und ihr guckt mal. Ja, ihr guckt natürlich nicht durch Schlüsselloch, von wegen. Nee. Sag mal, Jungs. Kennt ihr die Geschichte vom Kühlschrank und dem Licht? Nö, erzähl mal. Na, das ist schnell erzählt. Kühlschrank auf, Licht an. Dann den Kühlschrank zu und Licht aus. Was denn sonst? Kannst du mal pusten, bitte? Ja, und das sagt man so einfach dahin. Aber stimmt das auch? Ja, und was machen Mond und Sterne in der Nacht? Der Mond und die Sterne erleuchten die Nacht. Sie funkeln und die Mondsichel lacht. Sie schauen von hoch oben und summen ein Lied, was man in der Nacht auf der Erde nicht sieht. Was wissen die Sterne, was summt uns der Mond? Was hören wir nicht, was zu hören sich lohnt? Wie heißt das Geheimnis, das wir nie erfahren, ob wir jung sind oder reifer? Ja. Niemals hat jemand das Lied je gehört, weil die Sterne nur summen, ein Gesang nimmt gestört. Die Welt tappt im Dunkeln, sie weiß nix davon. Von dieser Sterne- und Mondlichtaktion. Was wispern die Sterne? Was summt uns der Mond? Was hören wir nicht, was zu hören sich lohnt? Wie heißt das Geheimnis, das wir nie erfahren? Ob wir jung sind oder reifer? Reifer? An Jahr. Was weiß so ein Fixstern? Was sieht so ein Komet, wenn er oben am Nachthimmel steht? Nie hat einer von uns dieses Lied je gehört. Die Sterne summen, ne? Von früh bis später. Ich verstehe. Und woher weißt du? Ich habe das vermutet, klar. Von wegen Kühlschrank auf, Licht an. Die blinkern ja auch, als würden sie reden. Ah, du meinst so im Rhythmus? Genau. Nur sie summen ihr Lied, und es flackert ihr Licht. Das ist ihr Rhythmus. Man weiß es nur nicht. So leise, dass es unseren Schlaf niemals stört. Darum haben wir es auch niemals gehört. So einfach ist das. Hör mal, ein richtiges Wiegenlied. Ich kann mir nicht helfen, aber bei Vollmond schlafe ich schlecht.
Weil du wach bist, singen die nicht weiter. Ich verstehe. Kühlschrank aus, Licht an, klar. Meine Rede. Guck mal da. Der Polarstern singt auch mit. Wo das Häschen nur ist. Oh, da brennt ja Licht. Und die Tür ist offen. Wer mag da wohl drin sein? Also, ich traue mich da ehrlich gesagt nicht alleine rein. Spencer! Spencer! Wenn's draußen friert und manchmal schneit, dann spricht man von der Winterszeit, vom Weihnachtsfest und Nikolaus und Tannengrün in jedem Haus. Wenn's draußen friert, ist es soweit. Die Kleidung warm, der Kälte wegen, denn jetzt gibt's Schnee und keinen Regen. Selbst Hände werden warm beschuht, der Kopf bedeckt mit Fell und Hut. Und auch die Füße sollen leben, drum soll es Schuh gefüttert geben. So eingepackt hält man es aus, auch außer Haus. Wenn's draußen friert und manchmal schneit, dann spricht man von der Winterszeit, vom Weihnachtsfest und Nikolaus und Tannengrün in jedem Haus. Wenn's draußen friert, ist es soweit. Die Tiere, die jetzt draußen sind, in tiefem Schnee und Frost und Wind, darf man im Winter nicht vergessen. Sie finden nämlich nichts zu fressen. Wo die Natur den Tisch sonst deckt, ist alles unterm Schnee versteckt. Doch wenn wir ihnen Futter geben, bleiben sie am Leben. Wenn's draußen friert und manchmal schneit, dann spricht man von der Winterszeit, vom Weihnachtsfest und Nikolaus und Tannengrün in jedem Haus. Wenn's draußen friert, ist es soweit. Tja, Leute, was, da hätte ich mich ja beinahe böse reingeritten. Ich rede die ganze Zeit von Weihnachten und Geschenken und Tipps und Tricks. Und dann vergesse ich alles. Oh. Ja, was gibt's denn? Da ist der Hase drin. Das Häschen, ja. Psst. Hast du Angst? Komm, ich geh mit. Tja, nun frisst mal schön. Och, das müsste euch ja heute besonders gut schmecken. Zur Bescherung, hm? Mir würde das Weihnachtsessen mit Spencer und Elvis und dem geschmückten Tannenbaum jetzt auch Spaß machen. Aber die haben ja keine Zeit für mich. Und einen Tannenbaum habe ich auch nicht im Haus gesehen. Ach, armes Weihnachten. Hallo. Hm? Oh, ihr hier? Ja, da staunst du, was? Wir werden doch unseren Kleinsten nicht im Stich lassen. Aber och, hallo. Das finde ich sehr nett von euch. Aber zu einer richtigen Bescherung fehlt immer noch ein Tannenbaum. Ach so. Ja. Und unser Weihnachtsessen wäre jetzt auch sehr schön. Das gehört doch dazu. Tja, mein Lieber, da musst du nicht traurig sein. Also was den Baum angeht, da kann ich dich beruhigen. Rat mal, was ich hier hab. Oh. Ja, siehst du? Aber sag mal, warum bist du eigentlich hier in den Stall gehoppelt und nicht zu Hause geblieben? Ja, eben. Weil für mich ja keiner Zeit hatte. Was? Und irgendjemand musste ja auch an die Tiere denken. Na, und darum habe ich erstmal hier mit meinen Freunden Bescherung gefeiert. Aber wir sind doch auch deine Freunde. Ja, also eben. Und wir wollen jetzt nämlich mit dir Weihnachten feiern. Und natürlich auch mit deinen Freunden. Oh, hier. Schön. So ganz wild romantisch. Oh. Und das Weihnachtsessen? Ach so, ja, das Weihnachtsessen. Das gibt's natürlich später zu Hause. Tja, Freunde, jetzt hoffe ich auch,
dass ihr bald Bescherung habt. Ja, und an die Tiere draußen denkt. Frohe Weihnachten. Ja. Tja, meine Lieben, hier hat schon die gefühlige Karnickel-Weihnacht stattgefunden. Unsere Weihnacht, die soll ja jetzt erst noch folgen und kommt. Leute, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, bitte Daumen hoch und Abo, wenn es beliebt. Und wer es noch nicht hat, ich meine abonnieren, der könnt ja jetzt mal drauf drücken und so tun, als ob. Bisschen kürzer also, euer Kalle von Spenzer TV mit dem Adventskalender. Kein Schnee? Bus fährt? Okay. Wie? Bus fährt nicht? Ach, ich habe keine Fahrkarte. Ja, kann mir einer mal einen Fünfer leihen? Oh Mann, ey.